Hallo zusammen, mein Name ist FitzFuchs und ihr schaut wieder Let's Fuchs, Mario und Rabbids Kingdom Battle. Folge 33, Kapitel 2 der dritten Welt haben wir hier vor uns und das schauen wir uns an. Eine große Röhre, ab hinein. Ich kann mal wieder gucken, dass wir hier nichts übersehen. Auslassen und da geht es direkt in die nächste Schlacht. Ich gucke nochmal, ob ich schon was entdecke. Da schwebt irgendwas Gespenstermäßiges. Wir bleiben mal in seiner Konstellation und lassen uns überraschen, was uns hier erwartet. Kibu, Teleport-Terror. Boah, das wird nervig. Besiege alle Gegner. Ja, wer sind das denn? Meine Sensoren sagen mir, dass diese Gegner Meister im Fernangriff und teleportieren sind. Sie könnten sich hinter uns teleportieren, angreifen und wieder verschwinden, bevor wir überhaupt reagieren können. Na super. Ist es nicht unfair? Yep. Und hütet euch vor ihren Verführungskünsten. Kupipu locken euch ins Verderben. Wie sie reden, den Seemann. Ja, musste ich gerade kurz nachdenken. Oh Gott, eine alte Zeichentrickserie, wo das mal war. War es nicht auch bei irgendeinem Asterix-Film? Ich muss jetzt lügen, das ist auch schon ewig her. Wäre was für die Kommentare, wenn es mir auf Anhieb weiß. Wir planen mal. Ich will wissen, wo diese Hasen stehen. Und es sind 1, 2, 3. Ja, 6 Stück. Und davon sind 3 Teleporter. Ja, 180 HP. Kraftpunkte. Naja, wenn es zu einfach wäre, ne? Dann wird es auch keinen Spaß machen. Aber das hier bietet sich super an für Luigi. Der geht direkt nach oben. Wir kämpfen. Wir bleiben. Moment. Es gab Kraftkugeln. ...35 bei Mario haben wir wieder. Ja, Punkte. Was ist das? Bei dem Lebensradius von Mario ist man verlassen einer Röhre. Ja, hier wird es jetzt mal rentieren, aber ansonsten. Was haben wir denn hier noch Schönes? Raserei erhöht mehr Schaden. Ja, das nutzen wir eigentlich schon des Öfteren mal. Hm. Ah, ich bin unschlüssig. Lass das mal. So. Sie hat wieder 65. Hm. Nee, ich bin jetzt für mehr Kraftpunkte wieder. Das ist okay. Das lassen wir erstmal und Luigi hat noch viel zu wenig und dem würde ich auch, glaube ich, was kosten denn 100 kosten die als nächstes. Wir brauchen aber definitiv mehr Schaden, definitiv. Das ist viel zu wenig, was der macht. Das heißt, da müssen wir drauf hinsparen. Okay, gut. Zurück und wir gehen in die Schlacht. Ja. So, auch Mario könnte hier nach oben. Ob es so gut ist, uns aufzuteilen, wage ich fast zu bezweifeln. Am liebsten wäre es mir so. Fähigkeit aktivieren. Let's go. Mir reicht trotzdem nicht. Ah, schade. Ich dachte, ich kann, da kommt dann hier hin. Also, das wäre ideal gewesen. So bin ich fast zu weit weg, aber wir werden es machen. Wo steht der denn? Der steht. Ah ja, quasi hier. Sollten wir treffen. Ach, da oben ist auch noch einer. Hätte ich fast vergessen. Nein, wir nehmen ihn aufs Korn.
Ja, der Schuss war akzeptabel. Ja. Ich bin echt für alle da hoch. Moment, schafft Mario auch da hoch? Ja. Sehr gut. Mario. Hei, mit dem, was du nicht triffst, verlieren noch zwei Teams. Ich bitte darum. Nicht gereicht. Nee. Mach sie an. Darauf fallen wir die nochmal rein. Wenn die ready ist, mach sie an. Ich die Kamera mit. So. Ja, schöner Schuss von Mario. Das ist ein Scherz. Die haben noch Vampirfähigkeiten. Also sie locken einen aus der Deckung und haben noch... Geht's noch unfairer, Ubisoft? Ja, geht's, aber... Ja, und dann heilen die sich dadurch noch. Ja, super. Das war's mit Luigi, oder was? Bitte? Ja, da... Was soll ich denn da jetzt tun, bitte? Also in der Konstellation geht offensichtlich gar nichts, weil Luigi ist wieder viel zu low, als dass er nützlich sein kann, wenn die den so aufs Korn nehmen. Und ich habe meine volle Waffengewalt auf einen gesetzt und... Okay, ich glaube, in der Konstellation geht's echt nicht. Weil die heilen sich ja ständig voll und teleportieren sich weg. Wenn man jetzt einen mit Marios Fähigkeit besiegt. Darf Luigi sich überhaupt bewegen? Er sieht so verliebt aus. Ja, offensichtlich darf er das. Aber egal, wo er sich hinstellt, das ist doof. Ja, geh mal hier hin. Aber ich glaube nicht, dass der die nächste Runde überlebt, weil... Das ist schon wieder so stark angeschlagen. Wie gesagt, die machen ihn ja nur. Es reicht ja, den schon verliebt zu machen und schon ist der Salat da. Ne? Och, Tinte, genau das kann ich nicht gebrauchen, weil die sollen doch genau hier jetzt feuern. Knackig das Spiel. Richtig, richtig knackig. Meine Güte. Ja, der braucht mehr Damage, Luigi. Dass das auch eine Bedrohung ist, weil... So ist das eher zu belächeln. Hat's gereicht? Ja, sehr schön. Aber hat 3 Schuss für einen Kill, ne? Das ist es halt, ne? Oh, der geht auf Mario. Da habe ich aber Glück gehabt. Okay, sie haben diese Vampirfähigkeit nicht dauernd. Das ist schon mal okay. Es klang so, als hätten die das immer. Dann wäre es ziemlich übel.
Ich möchte mit Luigi anfangen. Ist die Frage, ob wir den nicht ignorieren. Von Mario angesteckt worden, Luigi? Hm? Ich habe das Gefühl, das war doof. Ja, die können da auch mal vorbeischießen, bitte. Okay, der geht zum Glück auf Mario. Rabbit Peach, was sagt die Heilung? Zwei Züge noch? Die hat aber der Luigi nicht mehr. Triffst du wen? Nein. Teleportiert sich weg. Das ist echt Quatsch. Okay, Mario, das musst du übernehmen. Okay, erstmal die Fähigkeit aktivieren hier. Sonst haben wir es gar nicht mehr. Ist auch Luigi drin? Ist mir jetzt aber auch gerade egal. Unter der Deckung. Das ist doch echt mies. Mach mal Bewegung. Perfekt. Nee, dann nimmst du das hier. So, jetzt, wie kommen wir denn da drüben an den Kragen? Offensichtlich gar nicht, ne? Da kommen wir auch nicht rüber. Fähigkeit aktivieren und hier bleiben, hätte ich. Ah, nee, Moment. Wir stellen uns bewusst hier hin. Um Luigi noch irgendwie zu schützen. Das hat doch ganz gut geklappt. Ja, wir müssen jetzt, das ist natürlich super nervig, weil der sich immer wieder wegteleportieren kann. Und wir ihn auch nicht treffen werden. Nein, nein, nein. Aber der macht seine Fähigkeit an, in der Hoffnung, dass er wieder zweimal reinläuft. Bringt nichts, aber ja. Na, ist ja feste Barrikade. Luigi ist unser nächstes Sorgenkind. Ja, innen. Und du machst auch deine Fähigkeit an, in der Hoffnung, dass das ausreicht, wenn er sich gleich bewegt.
Und ja, Feuer bringt auch nichts, aber wir tun's mal. Ach, wir hätten ihm ein Auto entgegenschicken können. Ja, stimmt. Ne, der hätte Cooldown drauf gehabt, okay. Er hatte eh Cooldown drauf, aber sie hat keinen. Dann machen wir das mal. Er wird sich eh wegteleportieren. Ja, super. Das ist ja richtig mies. Wie zum Geier. Ah, okay, das Ding fällt ihm jetzt immerhin nach, aber das schaffen wir doch nie. Denn der jetzt Heilung aktivieren. Aber was heißt, schaffen wir nie? Das ist halt super nervig. Kommen wir hier wieder hoch. Teilen wir uns halt auf. Was soll's? Ja, schon klar. Nixer. Dann schicken wir dem jetzt auch einen Wagen entgegen. Irgendeiner wird schon eintreffen. Treffen tut er wahrscheinlich eh nicht. Nö. Na komm, dann. So, so Reichweite. Ja, dann. Nö, Mario bleibt hier. Punkt. Ich teleportiere sich jetzt eh wieder rum. Ja, jetzt ist er da unten, ne? Also. So, und jetzt teleportiert sich gleich dann nach unten. Ah, wo ich gerade vorbeigerollt bin. Dann zieht es das nur unnötig in die Länge. Wir treffen ihn wieder nicht. Ach, zumindest kann man hier die Deckung kaputt machen. In der Hoffnung, dass Luigi ihn jetzt trifft. Hm. Ich glaube, das ist doch zu weit für Luigi. Bewegung aktivieren. Komm. Stehe ich wieder so auf dem Präsentierteller, das mag ich nicht. Auch aus der Reichweite. Nein, nein. Wir haben sie ja noch. Ah, genau, gehen wir hier runter. Zweites Auto losschicken. Honig. So, jetzt ist die Frage, darf er sich trotz Honig wegteleportieren? Das werden wir jetzt herausfinden. Nein, darf er nicht. Sehr schön. Wir haben ewig gebraucht. Es gibt noch den Abzug. Züge haben sie uns gegeben, wir haben 8 gebraucht. Egal. Da müssen wir was draufstellen. Das müssen wir finden. Hier waren aber noch Münzen. Die nehmen wir noch mit. Ist das zum Draufstellen? Haben wir es übersehen? Können wir das irgendwo von Anfang holen? Oui.
jetzt keine Vase oder so, die ich hochheben kann. Es hieß ja auch Statuen, kann man nur hochheben. Ist hier eine drin? Nein. Okay, dann können wir hier vielleicht erst nochmal her. Wenn wir neue Fähigkeiten haben. Habe jetzt mal nichts gesehen. Wir rollen mal weiter. Ein Glück sind diese unheilvollen Rüstungen nicht irgendwelche bösen Geister besessen. Ja. Kaum auszudenken. Ja. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch. Wissen Sie es doch. Da ist eine Statue. Können wir mit der Statue zurückrollen? Okay, wer kann das denn an? Das ist diese Röhre quasi alles passen. Kann ich mir die angucken? Die machen wieder irgendeinen Quatsch. Für eine Spezies, die sich so gerne versteckt wie Rabbits, sind sie nicht gerade gut an. Ah ja. Und jetzt? Ah. Den Pilz nehmen wir natürlich gerne mit. Ich sehe Unterwäsche. Eine Tarotkarte, okay. Was zum... Okay. Kraftkugel. Powerkugel, ja. Da war aber viel was für liegen gelassen. Jetzt gucken wir noch schnell rein. Gibt's hier noch was? Ja, seht ihr? Noch eine Tarotkarte. Ja, Chemie-Genie. Und, ich glaube, das war's. Ich will trotz alledem mir das angucken. Da haben wir gerade... Nein, stimmt nicht. Da waren wir auch nicht. Wow. Wenn wir da gewesen wären, hätte ich diese Münzen mitgenommen. Kalter Start, heißer Abschluss. Ein Soundtrack. So, aber hier waren wir jetzt und haben uns die Statue genommen. Genau. Okay, gut. Dass die Jungs nicht langsam den Drehwurm kriegen. Immer durch diese Röhre. So, ich sehe schon die Fahnen. Hier beginnt die nächste Schlacht. Aber wir sind schon weit über 20 Minuten drüber. Nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Von daher beende ich diese Folge hier. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Video.